Die Flammen vernichten hier den Lebensinhalt von vielen Menschen. Der Cap-Supermarkt in Höchst im Odenwald brennt bis auf die Grundmauern nieder. Erschreckend halt, ne? Man heult dann erstmal. Alicia Morsillo ist Kassiererin in dem Markt, kann sich vor dem Feuer gerade noch retten. Ich habe praktisch die Wärme zwar gespürt, aber ich dachte, das wäre normal. Irgendwann kommt meine Kollegin, sagt so auf einmal, das riecht da so komisch. Dann kam so ein Mann, den habe ich auch hier auf dem Handy, der hat dann gesagt, alle raus, alle raus, das war ein Kunde. Die 15 Supermarktmitarbeiter und alle Kunden können sich vor den Flammen nach draußen retten. Feuerwehren aus mehreren Orten mit 130 Einsatzkräften versuchen das Feuer zu löschen und kommen bei den Wetterbedingungen an ihre körperlichen Grenzen. Die Einsatzkräfte sind gerade die Atemschutzgeräteträger nach knapp 15 Minuten bei so einer Einsatzlage und bei diesen Wetterungsbedingungen, wie wir sie heute haben, am Ende ihrer Kräfte und müssen dementsprechend auch schnell ausgetauscht werden. In Cap-Supermärkten arbeiten auch Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung. Für sie ist die Arbeit hier nicht nur ein Job, sie ist wichtiger Lebensinhalt. Soziale Kontakte, finanzielle Unabhängigkeit, damit verbunden ein gestärktes Selbstbewusstsein. Das alles bietet ihnen die Arbeit hier. Den Supermarkt in Rauch aufgehen zu sehen, ist für diese Menschen ein Schock, weiß der Geschäftsführer. Es war trotzdem sehr traurig zu sehen, weil viele doch sehr traumatisiert waren. Gerade die Menschen mit Behinderung, die jahrelang hier schon arbeiten, haben deutlich Tränen in den Augen gehabt, haben geweint und werden immer noch betreut. Für die Mitarbeiter sind Seelsorger vor Ort. Doch jetzt schon beruhigend, für sie alle wird es weitergehen. Wir werden sofort versuchen, am Montag Perspektiven zu geben. Das heißt, es gibt jetzt schon Gespräche auch mit dem Bürgermeister in Höchst, der signalisiert hat, wir können hier ein Verkaufszelt aufbauen und werden den Verkauf dann hoffentlich schon nächste Woche in einem Zelt fortführen. Alicia Morsillo ist mit dem Schrecken davongekommen und hat nur wenig in dem Feuer verloren. Ich habe Gott sei Dank Pause gehabt und hatte alles bei mir. Allerdings ist mein Wohnungsschlüssel in Brand geraten. Der ist halt futsch. Die Löscharbeiten dauern noch bis in den Abend hinein. Immer wieder gibt es neue Glutnester in dem Gebäude, dessen Dach zu Teilen eingestürzt ist. Der Schaden wird auf mehr als eine 500.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache können erst im Laufe der nächsten Woche beginnen.